Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineer Staffel 3. Am Start haben wir den Phantom. Moinzen. Den Roro. Hallo. Und den Thunder. Hallo. Ab drei Leuten wird's unübersichtlich, wa? Kommst durcheinander. Ja, jetzt gerade musst du dich echt überlegen, du. Wie soll das denn erst noch aussehen, wenn dann Tuffy noch mitmacht? Dann kommt er nicht mehr klar. Und dann ist Stress. Hier, wer noch? Ach, wie heißt er? Oh. Glaubst du, ich komme jetzt auf den anderen, der auf den letzten noch dabei war? Chaos? Ja, wenn der noch dabei ist, dann ist ganz vorbei. Ja, irgendwie schon. Dann brauchen wir ein größeres Taxi. Mindestens. Das ist kein Problem, dann baue ich an. Ja, wir mussten da jetzt zwangsweise noch zwei, drei Container hinten draufsetzen, weil der mobile Container, der aus uns weggeglitscht. Durchs Eis durch und weg war er. Ja. Och nö. Und das Lustige ist, nicht nur der Container ist uns durchs Eis geglitscht, wir selber auch. Und kurz darauf das Taxi auch. Und da haben wir gedacht, nee, ernsthaft? So nicht. Nee. Okay. Keine Ahnung, was das war. Also müsst ihr aufpassen. Manchmal fällt ihr einfach durchs Eis durch. Ja, müsst ihr aufpassen, ne? Immer so. Schön dieses Nitrogen, hätte ich mal gesagt, dieses Hydrogen bei haben. Nitrogen. Ja. Da fliegst du bis zum Mond und noch weiter weg. Ja, bis zur Endlichkeit und noch viel weiter. Ja. Und immer noch ein drauf. Mindestens. Immer zweimal mehr wie du. Und immer zweimal mehr, genau. So, eins, zwei. Ach ja, wir bauen gerade noch eine überdimensionale große Pipeline, Wallert. Ach so. Ich bin ja immer noch am Rätseln, ob sich das wirklich mit genau an die Station anschließen lässt. Ob das wirklich genau so ausgerichtet ist, dass ja, das passt. Sonst machen wir eine Alternative. Ja, sonst können wir nur noch da direkt neben unserer Station Tanks und Container bauen. Ja, du kannst ja auch die droppen lassen. Oder so. Dann kann. Ja, Verbinder und. Stimmt. Eis und alles kannst du droppen. Genau. Ja, du kannst alles rauspumpen. Ja, dann müssen wir aber hier. Die Sauerstoffgeneratoren an der Bohrinsel wollten wir sowieso abmontieren. Okay. Ja, dann. Ja. Oh, hier mal oben gucken. 18, 19. Alter, schon wieder? Was? Schon wieder nichts zu sehen, oder? Hallo, du bist gerade oben, ja? Ich bin jetzt gerade oben. Ist die Petra noch angeschlossen? Ich sehe hier keine Petra. Nicht? Ich muss noch mal raus. Bauker, kannst du mich mal kurz einladen? Vielleicht geht's dann. Andro ist ausgetreten. Oh. Der muss mal. Moment. Aber ich will noch nichts sagen, aber bei mir fehlt auch die Hälfte. Echt? Ja. Bei mir ist alles da. Also wenn ich es jetzt nicht besser wüsste, dass da irgendwie mal, dass hier mal etwas war. Siehst du hier die Petra, wo ich bin? Wo bist du? Da? Ja. Ja. Wo ist die Petra? Rechts neben mir. Nee, willst du sie verarschen? Jetzt läufst du durch, ja. Ja. Ich merk's aber auch, Gesundheit kritisch. Das kann auch nicht angehen, ne? Da nicht unter draus fliegen, ist der Spielstand kaputt gegangen. Dann flipp ich aber aus hier. Also, Nee, kaputt ist er ja nicht, ist ja alles zu sehen. Ja, bei euch. War hier nicht mal ein Gebäude oder so? Bitte was? Kommt hier nicht ein Gebäude her oder war hier nicht eins? Also bloß du siehst jetzt auch keine Gebäude. Doch, das ist doch das normale, ja. Aber. Okay. Da ist wohl nichts. Hä? Wo ist denn das Taxi? Baustation. Ah, Baustation. Zum Glück habe ich nicht mehr so weit bis zur Base. Mhm.
Wenn du zur Bohrstation willst, folg einfach der Pipeline. Ja, folg einfach der Pipeline. Wo die ist die nicht Pipeline? Zu übersehen, du. Wo ist sie? Auf anderen Seite, oder was? Siehst du, aus welcher Richtung ich gerade komme? Nein, ich sehe im Moment noch gar nichts. Ich muss erstmal nach andere Seite von dem Gebäude. Dürftest du sehen, auf jeden Fall. Oh, die Pipeline sieht man. Aber nicht angeschlossen, ne? Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht, aber ich sehe die Pipeline. Wir gerade dran. Ich sehe die Pipeline. Die anzuschließen, daran arbeiten wir. Wahnsinn, hat das gedauert. Ja, das Teil habe ich gesucht da. Ein Anbau da. Wow. Und Smoker ist wieder rot. Hä? Ja. Hier muss ich wahrscheinlich nochmal killen, damit er wieder grün wird. Warte mal, ich hab hier eine Flex. Mehr hier, komm. Der Smoker ist rot, das stimmt. Das ist aber komisch. Der rote Smoker. So. Da baust du halt jetzt eine Pipeline hinten zum Bohrstation da. Genau. Achso. Und wir sind fast durch. Hab doch von der Bohrstation angefangen. Genau. Deswegen wundere ich mich ja, ob das wirklich passt. Ich würde mal mehr ins Wärmer sehen, oder? Also normalerweise sollte das passen, weil das ist ja eine Station oder wird als eine berechnet, ne? Aber keine Ahnung. Wenn das nicht zu weit weg war. Ist ja fast geschafft. Da sollte das was werden. Fast geschafft. Oh. Komisch, aber hier keiner weitergemacht. Oh, nein. Doch. Okay, ja. Nein. Was ist? Er ist tot. Ich war etwas zu schnell. Nee, das darfst du nicht. Doch. Ich darf schon. Ich darf da nur nicht gegen irgendwas dran knallen. Ach so, wie ich vorhin mit dem Gesicht an der Pipeline gebremst, oder was? Ja, genau. Ach, kommt scheiße. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, ne? Ui. Eins, ja, aber gut zwei, verändert. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alter. 13, 14, 15, 16, ernsthaft? 17, 18. Eine riesen ellenlange Pipeline, weißt du? Ein Strich in der Landschaft. Klatscht dagegen wie eine Fliege. Läuft ja. Bei dir. So, jetzt weiter. 1, 2, 3, 18, 19. Oder wo warst du stehen geblieben? 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Und dann kommt 21. Nö, dann fängst du ja wieder von 0 an hier. Ah, von 0. Ja. Weiter kann er nicht. Also. Baumschul, Lehrerast. Als Smoker, kannst du mir vielleicht mal eine Flasche Hydrogen in den Berg runterrollen? Will ich nicht machen. Der nimmt die. Ich weiß sogar nicht, wo du bist. Wahrscheinlich unten am Berg. Ja. Ja, der Berg ist zum Glück auch nie wirklich lang. Ja, gibt Schlimmeres. Jetzt auch nie an der Pipeline, weil so kurz ist das Ding auch nicht mehr. Da musst du Nummern dran machen, dann kann er dir sagen, dass ich. Aber gleich bin ich über den Berg. Versteckt euch erst gleich da! Oh, fast geschafft. Wir haben es bald. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
sehen. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Alter, gleich haben wir's. Und dann geht ihr ab, die Luzi. Ja, Thunder tut ja dann die Pipeline schweißen. Achso. Ich denke, es fertig. Ich baue nur die Stützen. Die schweißen muss jemand anders machen. Ich habe die Petra heute einmal schon geschrottet. Nochmal lasse ich mir nicht anhängen. Ich auch nicht. Also du brauchst mich gar nicht angucken. Ich muss was Strohhelme ziehen. Also ich wäre für Wallert. Fällt bei ihm sowieso nicht mehr auf, so viel wie er schon geschrottet hat. Ach, danke. Immer wieder dran erinnern. Eiskalt unter die Nase reiben. Ja. Was? Alter, jetzt bin ich wirklich gestolpert. Ja, klar. Ist so. Ich war noch ein Ameisenskelett. Lenk noch von da der Inkompetenz ab. Da kam der Richtige hier. Da ist er gerade mit dem Gesicht voraus gegen die Pipeline geklatscht. Ja, das Bremsmanöver war halt nicht ganz kalkuliert. Die Bremsrakete hat nicht gezündet, ne? Genau. Ja, ich abschied's auf die Technik. Na, definitiv. So. Ja, ungefähr noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 1, 3, 11, 13. No, 20. Nö. Da musste früher aufstehen, Wallert. Ah, früher. Mhm. Ja, bin eigentlich schon ziemlich früh wach. Oh. Auch nicht schlecht. Okay. Ich weiß, wo der andere Scheinwerfer mit Motor gelandet ist, der mir mal weggeflogen ist. Echt? Bin ich hier hinten am Berg. Cool. Okay. Ich bewege mich jetzt komplett auf die Station zu. Komplett? Ich will doch wissen, wo ich hier liege, ey. Ich glaube, mein Rucksack ist weg, ey. Back. Noch 245 Meter. Das waren 1000 Stahlplatten. Die du verloren hast. 300 Dingens. 300 Hersteller. Plus ein Satz gute Werkzeuge, plus eine Hydrogen Bottle hatte ich ja nichts, sonst wäre das gar nicht passiert. Ja, so ich das nicht. Wenn man nicht aufpasst, wo man hinfliegt. Genau. Ich bin nicht geflogen, ich bin gelaufen. Dann noch schlimmer. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes gestolpert. Mal gucken. Müsste jetzt die Höhe sein? Och nö. Ting ting. Bin mal eben rausgetreten. So. Jawohl. Wir sind fast da, wir sind fast da. Bin mal eben ausgedreht. So, was los? Ding Ding hat's gemacht. Ah, okay. Application Error. Na,
Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob das jetzt hier hinhaut. Aber das werden wir dann erst in der nächsten Folge erfahren. Ja. Wir sind am Folgenende. Das war's für heute, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da. Daumen oder Abo oder alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.